Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Neo! Auch schön gleichzeitig aufgehört. Wir sind immer noch beim Nu. Das Elektrobiest. Die sehen, sind da hinten in der Ecke versteckt, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir den Modus jetzt schon einsetzen können. Nu. Wie gesagt, wenn er diesen. So, wenn er sich nach vorne beugt und den Blitz vom Himmel macht, kannst du von vorne bei ihm ran. Oh. Oh. Jetzt kannst du vorne bei ihm ran. Vorne. Ja. Ich wollte nur sagen, nicht, dass du denkst, dass es, dass der ganze Körper geht. Oh. Ja, da brauchst du nicht vorne, wenn er so ist. Da macht es mehr Sinn von der Seite. Ja, er macht es auch immer von rechts nach links. Der hat ja auch echt viele Moves einfach auch drauf, das muss er auch noch dazu sagen. Einer Mike noch. Jo. Ja, wie gesagt, der war mein Nemesis eine Zeit lang, der war mein Gamebreaker. Okay. Weil ich mit ihm echt eine Ewigkeit gebraucht habe. Siehst du, jetzt kannst du also komplett seine Stelle, hast du ja gerade gesehen. Ah, oh, fuck. Ich hab gedacht, die... dass ich ihn... Boah, du bist trotzdem erwischt. Ist aber absurd, ich schande drück. Was denn? Er macht seinen Blitz, jetzt kannst du genau vorne drin. Ah, schön. Jetzt kann er sich nämlich selber, ist er so ein bisschen gestunt. Also jetzt kannst du ihn halt stunt jetzt nicht mehr. Ah! Mach nochmal dann. vielleicht sollte ich erstmal Leben nehmen. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was du machst. Er macht den Blitz von oben. Gut gespielt. Naja, scheiße, dass er mich gestunt hat. Machbar, ne? Ja, machbar. Also, finde ich jetzt schon leichter als die Dämonen-Olle. Ja, die Dämonen-Olle war, die war kein Gamebreaker, weil sie halt schon vorher in der Demo viel gespielt hatte. Ich glaube, das Besondere, was ich an dem hier so finde, ist... Also bei mir war der halt so stark, weil ich die Schwachstelle halt nicht begriffen habe. So, also weil ich nicht wusste, wie ich ihn wirklich bekämpfen soll. Ja, der Blitz one-hitted halt, das ist auch ziemlich mies. Ich wollte gerade ausweichen. Ja, ist gut. Aber das war halt wieder das Problem mit dem nach vorne. Hm. Ich bin stehen geblieben, statt ihn schnell den Hit zu geben, den ich machen wollte. Das ist ein bisschen störend, also wirklich, der Controller ist wirklich eine. Ist wirklich ein Problem. Hier, ich mach, drück nur noch geradeaus. Schräg akzeptiert er das, als ob er das vorne nicht ganz verstehen würde. Oh. Lol. Naja, wenn er spawnt, lässt er auch einen Blitz fahren. Ich wusste nur nicht, dass er Schaden macht. Ich würde gerne noch einfach so haben. Ja, klar. Weil damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Naja, jetzt kriegen wir uns auch sehen wieder. Nein! Ach Mann! Ja, man kann, ich finde diesen Boss einfach immer noch kacke. Man kann ihn nicht schnell genug stunnen. Doch, das kann man. Ich habe ihn ja gestunnt. Das Problem ist, er hat dann ja wieder so viel Schaden bekommen, dass er jetzt anfängt, wieder seinen Modus zu gehen, dass er seine Hälfte der Ausdauerleiste wieder füllen kann. Ah, bitteschön. Aber mich stört der Controller ernsthaft sogar. Ich finde das wirklich anstrengend. Ja, wir können ja mal nach der Folge. Also ich weiß auch nicht, also er nimmt ja alles an, aber warum nimmt er das Signal nach vorne nicht ganz korrekt? Aufpassen jetzt nicht, denn direkt in die Seen reingehen. Ja,
Ja gut, nice. Das war vollkommen geplant. War ein gutes Spiel. Zickzack, zickzack. Ja, so läuft er halt wenigstens. Ja, so läuft er, ja. Ich kann nicht laufen. Er macht den Blitz nach oben. Oh, schön vergiftet. Nee, noch nicht. Aua. Mama! Ich bin tot. Guter Boss, oder? Ja. Also an sich finde ich den mega cool. Ja, geilere Moves, geileres Design als die komische Vampir-Lady. Ja, das stimmt allerdings. Und wirkt zwar... Also ich finde, fand die Vampir-Lady auch noch ein bisschen schneller. Ja, war sie auch. Dadurch, dass sie auch so an dir rangedasht ist schon. Oh, man kann durchrollen. Ja, ja, du kannst durchrollen. Das gibt es immer noch so ein bisschen so. Invisibility in Dresden. Okay. Ach, Quatsch. Oh, ich habe ja gar nicht so viel. Nee, wir müssen Heilung fahren. Wir haben ein ziemlich dickes Problem mit Heilung. Wir haben gleich nämlich nichts mehr zum Heilen. Ja. Ja, ne, dann müssen wir halt die komischen Typen vor uns wegfarmen. Ja, genau, dann die Gegenstände verkaufen. Die Gegenstände verkaufen und dann kann man wieder zum Boss. Ja, nice. Und dann wurde das Spiel ein Farming-Game. Ja, naja, aber das hast du ja bei Dark Souls genau. Ja, ja, wirklich. Aua. Besser mit dem Hammer einigen. Behindert, habe ich gefragt. Gefragt, ob du behindert bist. Bist du behindert? Oh, hast du gedacht, oder? Bist du behindert, hat gefragt? So. The next one, please. Ja, musst du mal kurz warten. Schön geschmettert. Na, läuft zum Glück rein. Ja, die kann man halt super leicht ausspielen, die Gegner. Das ist doch geil. Na, das hast du auch so langsam das raus mit dem. Naja, nur weil es. Nur weil du selber halt rollst, ich will es genau, aber. Nicht weil du R1 rollst, das weiß ich auch. Und tot ist. Oh, hat ein Glück, hat er dir so diesen kleinen Hit noch verpasst. So schnell sterbe ich nicht. Jetzt sterbe ich! Mama! Wie hätte ich es? Der hätte so eine kleine Pfütze Leben, ey. Ja, ich vor allem, jetzt musstest du Heilung nehmen, das ist schon ziemlich dumm. Hallo, ich wollte es spannend machen. Alter, kannst du aber nicht aufhören mit labern, wa? Nee. Hallo, wie geht's dir? Mhm. Ja. Zu früh. Aua! Man hört ein brennendes Schwert auf. Das Schwert ist nicht das Problem, es macht nur 77 Schaden mehr. Achso. Ich hab gedacht, dass er reinläuft. Dann geh doch lieber nach jedem Kampf an den Schrein. Das wäre doch fast sinnvoller, als jetzt die ganze ja, Zeit die Leben zu ballern. Jetzt hör mal auf Intelligenz. Oh. Was, Digga? Haha. Geil, Alter. Ich bin schneller. Und tot. Geil!
denn? Was will man machen? Ach ja. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, wir haben zu wenig Ausdauer. Das wird auch so schnell nicht mehr steigen, Tommy. Das bleibt fast so. Na. Aber man muss einfach viel mit R1 arbeiten. Ja, was jetzt? Drachen? Schwer. Das ist ja nur unwesentlich besser als das, was wir jetzt haben. Ja, das ist aber neu. Ja, das ist auf jeden Fall neu. Kennt der erfahrene Gamer nicht. Nee, das muss aus dem DLC sein. Ja, das ist stärker als das Schwert. Der Eichenhammer, der ist... Der ist auch ziemlich gut. Ja. Wir brauchen mal wieder ein besseres Odashi, ne? Na, generell... Also generell ich Waffen. Na, Note... Was denn? Okay. Man könnte auch im Zweifel die Waffen verstärken. Also dann nehmen wir halt statt einer Level 9er, machen wir daraus dann ein Level... Am besten wäre eins, was so in etwa ein Level 14er zum Beispiel. Ja. Dann kriegt es einfach besseres Stats für Level, also dasselbe bloß für Level 19, Stufe 19 angepasst. Oder nehmen wir halt den Hammer da rein, dann kriegst du gleich von Stufe 22. Ja, kann man ja haben. Zwei Gegenstände lässt er fallen. Der hat schöne Sachen. Tut mir leid, dass wir jetzt hier mal kurz ein bisschen abfahren, aber... Ja, naja. Das gehört halt auch zum Game. Kann man das ganz klar sagen, ne? Außerdem brauchen wir ja auch Spielpraktik. Leider nicht gedroppt, was er droppen sollte. Naja, muss ja generell Stuff droppen, damit wir mehr Elixiere bekommen. Also. Alles, was wir halt benötigen oder was er fein ist, was wir dann verwenden, können wir nicht verkaufen. Das ist richtig. Kodamia. Okay, der hat hier richtig viel Leben. Achso, der hat auch nur so eine ganz leichte Rüstung. Schauen wir nur, welches Level ist das? 20. Würde meins dann auch noch aufwerten. Na klar. Dann machen wir noch mehr Schaden gegen den komischen Blitzhund. Und dann geht's auch gut. Dann ist gut. Nee, Level ist nicht schwer. 20. Okay. Okay, ich glaube, das Schwert wird besser. Dann Schwert zur Stufe 20. Und das wird dann Stufe 20 und dann auch nochmal. Aber wobei, das hat Schadensbonus. Achso, für den Newt, ja gut, nutzen wir eh nicht. Im Zweifel müssen wir halt das Level mal kurz verlassen, um das zu machen. Ja, klar. Also wir müssen dann zwar das ganze Level nochmal von vorne machen, aber das lässt sich ja schnell rennen bis dahin. Oh. Na, wir haben ja die Abkürzungen... Die werden dann alle wieder zurückgesetzt. Ach, die werden auch zurückgesetzt? Ja. Ist ja heftig. Aber der Weg dorthin war ja jetzt faktisch nicht lange. Naja, ja, eine Folge. Nicht mal. 5 Minuten, dann bin ich auch wieder hier. Oh, schönes Schwert. Und der hat wieder das Namaoshi-Schwert fallen gelassen. Gut, hier habe ich es mit 21. Noch mal mehr.
Man kann auch so einzelne Stats wie bei Diablo dann auch schon austauschen. Okay, cool. Oh, was für dich? Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich möchte jetzt gerne direkt groß da oben. Hier sieht man wenigstens den Status, wie doll der vergiftet ist. Oder wie viel es noch braucht, bis er voll vergiftet ist. Naja, das stimmt. Jetzt muss ich doch mal auch selber einnehmen. Hatte ich aber auch immer gut ausgekundet. Du machst einen Fernkampfangriff, er springt zur Seite und. Ja, der war wirklich. Boxt dir in die Phrase. Gut, er hat schon ein Problem, dass er das Schwert hochhält. Damit kann ich ihn mit noch sogar. Aus dem Angriff. Und jetzt ist er eben tot. Super lahm. Huh? Was? Schöne Ding. Nope. Ich will mal kurz was machen, das ist super anstrengend. Die ist mal nach Stärke geordnet. Alles jetzt so nach dem, was die besten Stats hat. Müsst du eine schwere Rüstung anlegen insgesamt, oder was? Nee, nee, ich will einfach nur schadensmäßig die Dinger schöner geordnet haben, dass ich da nicht immer schnell suchen muss. Ja. Schön die Kugel abwehren mit der Kette. Ich warte noch auf den Moment, wenn die dann mit so einer Handkanone kommen und du das dann mit der Kette abwehren. Nee, das machst du denn nicht mehr. Da wirst du weggeschleudert. Okay. Gut ist, wir laden auch gerade unseren Status auf. Unseren ist halt geil, dass sie dem jetzt einfach auch mal ausweichen. Das machst du jetzt genau dieselbe Scheiße wie du. Ja, ist egal. Na, besser als drauf gehen und so. Das ist richtig. Drachenschwert auch rausnehmen. Den Eichenhammer habe ich schon. Ansonsten kann alles. Die Banditenaxt. Oder die hier kann weg, oder? Glaube ich. Achso, ja. Und ein Geschoss soll nicht weg. Das kann weg. Ich glaube, alles kann jetzt weg. Wenn nicht, drop da nochmal irgendwann. Nein. Ach, der Lexilio. Oh, nice. Na okay, wir haben noch 4 verbraucht. Ja, eben. Also ich hab 3, du 1, glaube ich. Ich hab 2 gehabt. Wir können ja mal kurz gucken. Wir haben insgesamt 9 von 9. Yay! Also wir haben komplett eine Ladung drin. Nützlich. Stimmt, dafür kann man die Schokobecher auch nutzen. Wir können uns einen Spieler herbeirufen. Unsere Rundstufe. Da kann schon Menschen, Kien auch mehr, Elixier, Lebensregeneration sollte auch mehr sein. Leben. So, dann liegen wir hier mal wieder neue. Wie viele Minuten haben wir? No, wir ich würde sagen, wir fahren noch ein bisschen weiter offscreen und dann, wenn wir ein bisschen was zusammen haben, dann nehmen wir wieder auf. Genau. Also haut raus, bis dann. Tschüss.